Stadt-TV. Kulturell, interessant, wissenswert. Das Beste für Bad Hersfeld. Im 8. Jahrhundert gründete Lullus, der erste Erzbischof von Mainz, im dicht bewaldeten Buchonia das Kloster Herulfisfeld. Aus bescheidenen Anfängen wuchs das Kloster schnell zu einer bedeutenden Institution heran und mit ihm eine Siedlung, aus der später Hersfeld wurde. Ab 1038 ließ das Kloster eine der größten romanischen Kirchen nördlich der Alpen bauen. Geweiht wurde sie 1144. Doch erst Ende des 12. Jahrhunderts waren die Arbeiten an Kirche und Kloster abgeschlossen. Diese virtuelle Rekonstruktion zeigt die Klosteranlage zum Ausgang des 16. Jahrhunderts. Wenige Jahrzehnte zuvor hatte hier Luther vor den Mönchen gepredigt. Doch mit der Reformation nahte auch das Ende des Klosters Hersfeld.